Weißt du, ich habe da so eine, so, ich hab da so eine Casting-Anfrage bekommen, aber ich glaube, die haben sich irgendwie vertan, weil das ist eine Rolle für eine Frau. Ich kann doch keine Frau spielen. Hä, wieso? Ist doch, das kauft mir doch keiner ab, wenn ich eine Frau spiele. Ja, aber als Schauspieler musst du doch Zugriff haben zu allen Anteilen deiner Menschlichkeit, auch zu allen Abgründen und auch zu deiner Weiblichkeit. Der Mensch ist ein Bündel ungenützter Persönlichkeiten. Du musst doch Zugriff haben zu deinen weiblichen Anteilen als Schauspieler. Du hast also Zugriff zu den Anteilen deiner Weiblichkeit. Ja, klar. Ja, gut, dann zeig mir das doch mal. Zeig mir doch mal, wie du eine Frau spielst, ohne dass das zum absoluten Klischee verkommt. Zeig mir doch mal deine weibliche Seite. Oh, wow. Hallo, Paddel. Wie hast du das denn gemacht? Reine Schauspieltechnik. Aber an der Stimme musst du noch ein bisschen arbeiten, oder? So besser? Na, Paddel, wie wär's mit uns beiden? Wie machst du das denn? Kann ich das auch? Dann könnte ich das Casting ja vielleicht doch noch machen. Natürlich. Du musst nur eine imaginäre weibliche Gestalt erschaffen. Okay. Augen zu. Siehst du sie vor dir? Wen? Ja, den weiblichen Körper. Ach so. Ja. Doch, ich glaube, ich spüre da was. Gut. Ja. Jetzt musst du nur in diesen imaginären weiblichen Körper eindringen. Was soll ich? Also in sie hineinschlüpfen. Ah, verstehe. Hör mal auf. Hör mal auf. Was soll denn das? Du hast doch gesagt, ich soll da so hineinschlüpfen. Ja, hineinschlüpfen. Ja, so von innen, verstehst du? So seelisch, mental. Also die Ach Figur so. ausfüllen. Okay. Nicht schlecht. Nice. Meinst du, ich kann so das Casting machen? Ah, doch. Jungs, noch 2 Minuten bis Vorstellung. Danke. Bis Bis gleich. gleich. Immer wieder finden SchauspielerInnen aufgrund mangelnder Technik nicht wieder aus ihren Rollen heraus. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie eine Schauspielschule.